Ist dein Passwort dabei? Das waren 2023 tatsächlich die 10 meistverwendeten Passwörter in Deutschland. Erschreckend, oder nicht? Denn viele dieser Passwörter sind innerhalb von Millisekunden zu knacken und alles andere als sicher. Aber keine Sorge, am Ende dieses Videos weißt du, wieso komplexe Passwörter wichtig sind und wie du dir ein komplexes, aber einfach zu merkendes Passwort ausdenkst. Und wie du dir verschiedene Passwörter merken kannst. Angreifer, die sich Zugang zu deinen Daten und Accounts verschaffen wollen, versuchen nur selten, dein Passwort direkt zu erraten. Viel eher wird ein Angreifer es mit Hilfe von Software probieren, die Millionen von Möglichkeiten in kurzer Zeit durchtestet, bis dein Passwort geknackt ist. Vor allem sogenannte Wörterbuchangriffe führen besonders schnell zu Erfolg, also verwende nicht nur einzelne Wörter oder Zahlenkombinationen. Auch Datumsangaben sind schnell zu erraten. Was ist also die Voraussetzung für ein gutes Passwort? Die Länge eines Passworts ist ein entscheidender Faktor. Lange Passwörter sind pauschal gesagt sicherer als kurze. Aber ein langes Passwort aus nur einem oder wenigen Buchstaben, Ziffern oder Zeichen bringt dir nichts. Wird ein zehnstelliges Passwort gefordert, hilft dir 10-mal A nicht weiter. Vermeide auch Zahlenreihen oder ganze Tastaturzeilen. Es kommt eben nicht nur auf die Länge an, sondern auch auf die Komplexität. Eine Mindestlänge aus 12 Zeichen sowie eine gelungene Kombination aus Klein- und Großschreibung zusammen mit Ziffern und Sonderzeichen kann die Sicherheit erhöhen. Generell gilt, benutze keine Wörter, wie sie im Wörterbuch stehen. Auch für Schatzi, Passwort sowie Namen und Co. haben Angreifer elektronische Wörterbücher und lassen diese einfach über die Anmeldemaske laufen. Auch populäre Sätze in verschiedenen Sprachen werden in solchen Wörterbüchern gelistet. Eine Kombination aus scheinbar zufälligen Wörtern erhöht die Sicherheit, denn es erhöht die Länge und in den meisten Fällen auch die Komplexität. Diese Kombination aus Wörtern bezeichnet man dann auch als Passphrase. Reihe dafür verschiedene Wörter aneinander, die normalerweise in keinem Zusammenhang stehen. Diese werden von Wörterbuchangriffen nicht ganz so schnell erkannt. Ein Beispiel ist Elefant, Pudding, Fußball. Es gibt aber weitere einfache Tricks, sich sichere Passwörter zu überlegen. Zum Beispiel ist die Benutzung von sogenannter Leetspeak möglich, wobei hier Buchstaben durch ähnlich aussehende Ziffern und Sonderzeichen ersetzt werden. Aus The Sound of Silence wird somit The Sound of Silence, also aus Zahlen und Zeichen zusammengesetzt und trotzdem bleibt es lesbar. Aber auch Angreifer kennen Leetspeak natürlich. Wenn Sie Ihre automatischen Angriffe starten, dann benutzen Sie auch ganze Wörterbücher in Leetspeak und feuern die Begriffe auf das Login-Formular ab. Leetspeak kann aber dennoch sehr gut zur Ergänzung anderer Methoden verwendet werden. Des Weiteren gibt es den Satztrick, für mich die beste Methode, wenn es darum geht, sich ein Passwort auch merken zu können. Für ein sicheres Passwort reißt du beispielsweise jeweils das erste Zeichen jedes Wortes, Zahlen- und Satzzeichen aus dem folgenden Satz aneinander. Immer am 1. Januar um 0 Uhr gibt es Feuerwerk! Ausrufezeichen. Das Ergebnis ist dann folgendes Passwort. Wie du sicherlich schon gehört hast, solltest du nie überall das gleiche Passwort einsetzen, denn wenn eines geknackt ist, dann sind alle anderen Dienste auch nicht mehr sicher. Damit du dir deine Passwörter trotzdem merken kannst, setze am Ende des Passworts einfach die ersten drei Buchstaben der Website oder des Dienstes ein, zum Beispiel für YouTube U oder für Windows Win. Mithilfe der Website checkdeinpasswort.de kannst du testen, wie sicher dein Passwort ist, beziehungsweise siehst, was du daran noch verbessern kannst. Dir gefällt das Video? Dann abonniere direkt den Kanal, um immer sicherer im Umgang mit dem Computer zu werden und kein Video zu verpassen. Das Ganze ist für dich natürlich komplett kostenlos. Wie gewohnt bekommst du, um das Gelernte umzusetzen und zu verinnerlichen, nun deine Hausaufgaben. Teste deine aktuellen Passwörter auf ihre Sicherheit. Überlege dir ein neues, sicheres Passwort. Ändere die Passwörter deiner genutzten Dienste und Websites. Heute hast du wieder einiges gelernt. Im nächsten Video erfährst du, wie du dir mit Hilfe einer Passwortdatenbank unterschiedliche Passwörter merkst und dir auch sehr komplexe Passwörter erstellen lassen kannst.